Moinsen Leute und willkommen zurück zu Let's Play Hard Reset. Ja, die Stelle kennt ihr wahrscheinlich noch vom letzten Mal. Da sind wir so episch dran gefailt. So, das richtig dumme ist, dass wir jedes Mal hier landen. Das ist ein bisschen nervig. So, jetzt kommen die hier. Zack. Kennen wir alle schon. Oh, wir können die doch schon da zerstören. Naja. Aber mit unserer Treffsicherheit wird das wohl eher nichts. So. Ah, die kleinen Mini-Bomben hier. Die lassen wir mal da vorne schön alle explodieren. Die ist sich... Ach, jetzt kommen die hier rübergerollt. So, zack. Gut, die sind nicht an uns vorbeigerollt. Das ist sehr gut. So, Munition. Munition nehmen wir mit. Letztes Mal kamen auch zwei von hier oben runter. Ja, ich schränke manchmal ein bisschen zurück. Wie gesagt, die Teile, die... Ach, fuck, das sind noch die, ich drehe wieder in die falsche Richtung. Kennt ja nicht anders vor mir. Nummer 1. Das Dumme ist, man muss die irgendwie genau erwischen. Und wenn die auch nur 1 Zentimeter, vom Aufschlagpunkt entfernt sind, ist das ganz schlecht. Wie man hier schön sieht, wir erreichen hier so ziemlich nichts. Naja, gut, ein bisschen halt. So, den haben wir. Ach. Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? So, zack. Den haben wir. Das ist zu nah. So, der bekommt unsere Shotgun des Zorns zu spüren. Mit plus 2 auf Nicht-Treffsicherheit. So, und weiter geht es. Schon Munition auf Stocken. Gesundheit. Und die Nanos und. Armee schon mal? Tatsache. Irgendwas war hier. Genau, wenn wir da runter gehen, überraschen wir, erleben wir eine Überraschung. Ach, das ist doch wieder Mist. Genau, hier sind wir letztens gefällt. Da kam so ein Raketenfuzzi raus. Aber diesmal sind wir gewappnet. Und runter. Wir dürfen nicht hier oben stehen bleiben. Komm her, du Affe. Zack. Wir müssen nur übelst vor seinen Raketen aufpassen, die uns da hier anvisieren. So. Zack. Ach, diese kleinen Mistviecher. Ach, und wir haben keine Munition mehr. Ah ja, für Granaten reicht es. So. Oh, der sitzt zum Raketenangriff an. Und die... Ach, komm schon. Nein! So, jetzt aber. Oh, ja! Neues Upgrade verfügbar. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Manchmal höre ich ja, ich kriege hier nichts zustande. Auch wenn ich weiß, dass das nicht böse gemeint ist. Aber diesmal könnt ihr echt stolz auf mich sein. So, wir müssen da vorne durch. Nichtsdestotrotz immer nach der Nanos Ausschau halten. Mich würde eigentlich mal interessieren, was ist eure Lieblingswaffe in so Shootern? Also manche haben ja, also ich mag ja die Schrotflinte, also die Shotgun, wie der ein oder andere sicherlich weiß. Das habe ich auch schon des Öfteren gesagt. Und ich glaube, wenn ich mich noch fünfmal umgucke, kommen ja auch nicht mehr Nanos. Ich muss an meiner Treffsicherheit üben. Meine Frames brechen auch gerade total dann auf 20. Ich hoffe, das ist noch flockig genug für euch. Oh, Licht. Ziel erreicht. Sie haben das Labor erreicht. Ah, Level abgeschlossen. In 48 Minuten 4 Tote, will keiner wissen. Gesammelte Nano. Oh, 90%. Wir haben 9 von 12 Geheimnisse gefunden. 3 Belohnungen kassiert. 172 Feinde getötet. Umgehungskämpfe. Und insgesamt... Wir haben immer nur 206 von 500. Ah... Okay, fortsetzen und ich halte meine Klappe. Ich frage mich, warum zur Hölle Sie mir befohlen haben, diesen Mist zu zerstören. Viele dieser Daten können Sie selber verwenden. Sie sind sich sicher, diese Daten zu besitzen, doch Sie haben nur das, was ich Ihnen bereit war zu geben. Ihr habt großes Talent, euren Leuten Schwachsinn zu verkaufen. Desinformation ist eine effektive Waffe. Betrachten Sie dieses Monument, Major. Wissen Sie zufällig, was das ist? Atlas. Ein Titan, der den Himmel trägt. Korrekt.
In dieser Situation ist die Statue jedoch ein Symbol griechischer Mythologie. Ein trojanisches Pferd. Verstehe ich nicht. Das trojanische Pferd war von den Griechen benutzt worden, die uneinnehmbare Stadt Troja zu erobern. Ich weiß, was ein trojanisches Pferd ist. Was hat das hiermit zu tun? Schauen Sie sich die Daten an. Die Maschinen sind vorsichtig. Es ist mir gelungen, Folgendes zu entschlüsseln. Milliarden von Nanomaschinen haben jahrelang etwas im Inneren des Atlas konstruiert. Die feinen Änderungen in der Struktur konnten von der Sicherheitsüberwachung nicht erfasst werden. Die Corporation weiß also nichts von dieser Gefahr. Und dabei belassen wir es. Höchste Zeit, dieses Teil in die Luft zu jagen. Wunderbar. Es gibt nur ein Problem. Atlas ist eine außergewöhnliche Maschine. Obwohl Atlas ein Teil des äußeren KI ist, arbeitet es teilweise autonom. Ich habe eine Methode entwickelt, um die Daten seiner KI-Matrix zusammenzustellen. Zur Hölle damit, wenn Sie denken. Major, das ist der einzige mögliche Weg. Wir brauchen die Pläne der äußeren KI. Allerdings wird das Lesen der KI-Matrix einige Nebeneffekte haben. Es wird die Quantenverschränkung vernichten und damit die Matrix zerstören. Die Uhr tickt. Es ist Zeit, Professor. Ja, also... Machen Sie den Atlas unschädlich und beschaffen Sie aus seinen Trümmern die Daten. Ja, neues Ziel, zerstören Sie den Atlas. Ja, da muss ich den gleich mal aus meinem Bücherregal suchen und in den Kamin schmeißen. Wir müssen so eine übermächtige Maschine wohl stoppen. Der Professor scheint in unserem Kopf weiterzuleben. Das war wohl das, was wir in der letzten Zwischensequenz, also Ladebildschirm, gesehen haben, wo er sich da eingestöpselt hat. Der scheint in unserem Unterbewusstsein weiterzuleben. Er hat uns ein bisschen was über die KI erzählt. Ach, das ist alles zu hoch hier. So. Hep. Ein Upgrade-Automat. Und wir haben sogar einen Punkt. Ich traue der Ruhe nur nicht. Kommen wir hier ran? Ja. So. Kampfanlage. Ich muss mehr hier ran. Warte mal, was war... Ach, nee. So, was hatten wir hier nochmal? Ausrüstungsupgrade. Schildregeneration startet früher. Ja, damit haben wir das komplett. Beim nächsten Mal wenden wir uns dem Medi-Modul zu. Keine Ahnung, was wir dafür skillen müssen. Auf jeden Fall haben wir mehr Lebensenergie. Ja. Und ich denke mal, das erhöht drastisch unsere Überlebenschance. Mich hätte übrigens gefreut, dass wir hier so ein Werbeschiff mitgenommen haben. Dann wollen wir mal. Ist hier irgendwas? Natürlich, Nanos. Brauchen wir den noch? Nö. Egal, da ist... Naja, Strahlenergie brauchen wir nicht. Okay, dann müssen wir wohl hier weiter. Entweder unten oder oben. Ich glaube, oben geht's nicht weiter. Ich mag diese dramatische Musik nicht, als wenn gleich irgendwas passieren würde. Ah. Wer hätte das gedacht? Billige Schockeffekte. So, weiter hier. Ach, komm. Friss meinen Paralyseschlag. So. Ach, jetzt kommt auch noch der Elektrostrahl. Jetzt hau doch endlich ab hier. So. Und nicht anders. Ja, du kannst aufhören zu blitzen, danke. Der hat uns aber massig Energie. Oh, Musik. Das heißt, hier ist irgendwo noch ein Gegner. Naja, wahrscheinlich da hinten irgendwo. Aha. Kleine Mini-Dinger. Da brauchen wir keine Munition verschwenden.
Ja gut, einer halt, ne? Aber sie spenden Energie, das ist sehr gut. Jetzt müssen wir nur ein bisschen vorsichtig hier vorgehen. Jetzt müssen wir den ganzen Quatsch nochmal machen. Okay, man hätte vielleicht da oben hergehen können. Naja, das war so klar. Was haben wir hier oben noch? Manchmal lohnt sich das echt zurückzugehen wegen den Nanos. Wie zum Beispiel hier. Also, wenn ihr das Spiel spielt, immer dran denken, mal in die Ecken zu gucken. Ja gut, hier können wir nicht runter. Hier können wir es zerstören. Und können somit runter. Aber was haben wir denn da hinten noch alles? Munition. Tja, wie wir da hinkommen, das weiß ich nicht. Ich will aber die Nanos haben. Können wir uns nicht hier durchquetschen? Nee. Die sind wohl zu dick. So, über die Bank können wir... Das gibt's doch nicht. Wieso können wir hier nicht rüberspringen? Wieder unsichtbare Wände. Die billigen Tricks. Ah, da kommen wir wohl wahrscheinlich erst später hin. Ja, dann wollen wir mal... Naja. Lauf du nur und warne deine Kollegen. Okay, was haben wir hier noch? Nix. Huch. Ich hab den Finger etwas zucken lassen. Was ist überhaupt das Gelbe hier? Ach, Kacke. So. Da sind doch noch welche. Ach, die Bombenkrabbler. Ich nenne die einfach mal so. Ja, ich sollte nicht zu nah an denen stehen bleiben. Ach, noch einer. Ja, sag mal, wo kommt ihr denn alle her? Ach, wieso habe ich den nicht gesehen? Da ist wieder ein Gabelstapler. Naja, hier müssen wir lang. Aktivieren Sie den Steuerpunkt, um den Gabelstapler den Weg frei zu machen. Jetzt scheint dieser Professor wohl unser Mentor zu sein und nicht mal die Corporation. Da hinten ist noch was. Ich muss rüberspringen. Nee. So, da haben wir es. Und die Nanos mitnehmen, damit wir uns wieder schön Upgrades kaufen können. So, dann bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Zack. Lalala. Checkpoint, das heißt nichts Gutes. Was zum? Wo? Ach, da hinten. So, pass mal auf. Jetzt habe ich genug Zeit, mal die Waffe hier richtig zu wechseln. Ach, komm. Ach, Mist. So, da haben wir irgendeine Belohnung frei... Ach, wo sind denn die Kacker? Ist der jetzt kaputt? Natürlich nicht. So, jetzt ist es wieder recht ruhig hier. Ich brauche Energie. Sonst mache ich es hier nicht lange. Weg hier. Hier muss doch irgendwo noch Energie sein. Damit meine ich Lebensenergie. Ach, wie praktisch, dass der Gabelstapler wieder runterfährt, wenn wir da durch sind. Das mag ich überhaupt nicht. Hier ist auch nichts. Oh, doch. Was ist das denn hier? Neues Upgrade verfügbar. Auf den Eingang sollte ich nicht auf den Raketenwerfer bleiben. Was ist das hier? Ein Geheimnis etwa? Ach, leck mich doch. Ja, ich bin so doof und wechsle wieder auf die Paralyse. Und jetzt aus nächster Nähe, komm. Oh, weg hier. Wehe, du lässt kein Gesundheitsteil fallen. Ich mag Paralyse. Sehr schön. Aber wir kriegen nur Munition. Also das scheint schon ähnlich wie bei Painkiller zu sein, wenn man ein Geheimnis, ein außergewöhnliches Geheimnis findet. Dass neue Gegner kommen. Und ich brauche immer noch Lebensenergie, verdammte Hacke. Ach, guck mal, hier kann man rüberspringen. Das bringt uns aber nichts. Wir rutschen nämlich wieder runter. Aber vielleicht können wir hier hinten lang. Um Lebensenergie zu finden.
das sieht sehr schlecht aus. So. Langsam muss ich es doch mal drauf haben mit den Waffen hier. So, hier können wir nicht durch. Ach, da haben wir doch was. Nanos sind ein bisschen Lebensenergien, allerdings nur 20. Hm. Gibt's hier irgendwo weiter? Nee. Das heißt, wir müssen definitiv da durch. Aber hier ist... Ich sehe ja auch keine, ach, weg hier, ihr Kisten. Ah, hier. So, hier ist nichts. Hab ich hier richtig geguckt? Okay, hier kann man nicht weiter. Das heißt, wir müssen erstmal die Barriere deaktivieren, beziehungsweise das Tor öffnen. Ich sollte vielleicht doch nicht auf den Raketenwerfer. Also irgendwie knistert's hier. Ach. So, Moment. Hier gehen die Lichtleitungen. Das heißt... Hoho, da schießen wir nochmal geschickt eine Granate ums Eck. Nein! Okay, jetzt aber. Ach. Ich verballer hier meine ganze Munition. Geht doch. So. Geheimnis gefunden. Und Gesundheit. Sehr schön. Ja, das ist die andere... Okay. Hier sind noch Nanos. So, dann wollen wir mal oben gucken, was da abgeht. Beziehungsweise hier. Ich würde mal vermuten, dass hier ein Checkpoint ist. Das ist nämlich ein guter Zeitpunkt. Denn ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.